Die Zeitenwende bedeutet das Ende des deutschen Geschäftsmodells. Das sagt nicht irgendwer, sondern Top-Ökonom Daniel Stelter in seinem Podcast Beyond the Obvious, den ich hier in diesem Format einmal zusammenfassen werde. Wichtige Einleitung, hier auf diesem Kanal geht es eigentlich darum, dir über die Welt der Kryptowährungen das Investieren auch dann in Aktien und Anleihen beizubringen. Das bedeutet, ich hole dich mit Krypto ab, zeige dir, wie du mit Krypto fette Renditen machen kannst, die du dann in Aktien und Anleihen diversifizieren kannst, um dieses Geld nicht wieder zu verlieren. Aber die wundervolle Welt des Investierens bedeutet auch, die makroökonomischen Gemengelagen zu verstehen, also was auf der großen Ebene passiert. Und genau aus diesem Grund werde ich hier immer wieder Teile meiner Informationsquellen mit euch teilen, dass ihr eben fit werdet und eure eigenen Entscheidungen treffen könnt. Ihr müsst verstehen, was passiert, um nicht in dieser schnellen Informationsflut und Welt mit immer schneller sich verändernden Dingen überrannt zu werden. Denn eine Sache ist klar, die Pax Americana, also die Zeit, in der Amerika als Platzhirsch, als alleinstehende Supermacht alles dominiert und regiert, ist vorbei. Das bedeutet, wir haben diesen wahnsinnigen Konflikt zwischen Amerika, der bestehenden Supermacht, China, der aufsteigenden Supermacht, und zusätzlich haben wir Inflation, die auf einmal alles verändert. Starten wir direkt rein. Es gab drei Gründe, warum die Inflation in den letzten 40 Jahren so niedrig war. Einmal, wir hatten die Migration in Amerika, das bedeutet, über Mexiko sind viele günstige Arbeitskräfte nach Amerika emigriert. Wir hatten China, das als Werkbank der Welt wahnsinnig viele günstige Produkte produziert hat, die exportiert hat. Das bedeutet, China hat Deflation exportiert, und zusätzlich hatten wir billige Rohstoffe, die aus Russland gekommen sind, vor allem Öl und Gas, aber auch noch andere Rohstoffe. Und diese Kombination aus diesen drei wichtigen Faktoren hat dazu geführt, dass Preise nicht gestiegen sind. Natürlich hat die Globalisierung ermöglicht, dass alles verflochten werden kann, dass die Rohstoffe verfließen können und dass die ganzen Produkte dann laufen können. Jetzt haben wir aber eine Situation, die sich so verändert hat, dass diese drei Treiber nicht mehr greifen werden, sodass wir langfristig höhere Inflationsraten sehen werden. Einmal ganz wichtig, Trump hat eine andere Migrationspolitik eingeleitet. Wir haben in Amerika gerade das Problem, dass der Arbeitsmarkt so eng ist, weil einmal 2 Millionen billige Arbeitskräfte fehlen durch die Migrationspolitik und zusätzlich die ganze Covid-Politik und die Spätfolgen der Covid-Politik ebenfalls den Arbeitsmarkt verengt haben. Zusätzlich haben wir das Thema, dass China nicht mehr Deflation exportiert, sondern anfängt, Inflation zu exportieren, weil die Arbeitskräfte in China nicht mehr so billig sind und vor allem, weil sich die Verbindung zwischen China und Amerika verändert hat. Und zusätzlich hat sich die Beziehung zwischen Russland und den USA komplett verändert, sodass Russland keine günstigen Rohstoffe mehr dem Westen zur Verfügung stellen will. Das heißt, die drei wichtigen Deflationstreiber haben sich zu Inflationstreibern umgewandelt. Das bedeutet, es wird nun ein inflationäres Umfeld geschaffen, das die Politik wahnsinnig herausfordernd macht. Denn was ist geschehen? Wir hatten die Situation, dass es einen stillen Deal gab zwischen Europa und Russland, der besagt, wir haben eine Annäherung zwischen Europa und Russland. Russland liefert billige Rohstoffe, das bedeutet billiges Öl, billiges Gas, die in Deutschland dann mit billigen Vorprodukten aus China veredelt werden und in die ganze Welt exportiert werden. Das bedeutet, die Russen liefern die Rohstoffe, kriegen dann von den Deutschen das Geld, um die Produkte zu kaufen. Ebenso hatten die Chinesen und die Amerikaner einen Deal, der besagt hat, die Chinesen produzieren die ganzen Waren sehr billig, haben dafür Vollbeschäftigung, die Amerikaner drucken die Dollar, um die Waren zu kaufen. Natürlich hast du ein Problem, wenn du ein absolutes Trade-Defizit fährst. Das bedeutet, wenn du viel mehr importierst, als du exportierst, wie es die Amerikaner gemacht haben. Denn du musst deine Währung deflationieren, du musst also Dollar drucken und bekommst Waren rein. Das bedeutet, für die Chinesen war das zu Beginn ein gutes Spiel, weil sie Geld bekommen haben, aber die Chinesen haben dieses ganze Geld gespart. Das bedeutet, die Chinesen haben jetzt diese ganzen Dollarreserven. Was machen sie damit? Die Amerikaner haben einen wahnsinnig entscheidenden Fehler gemacht, als sie im Zuge des Ukraine-Kriegs
die Dollarreserven der Russen eingefroren haben. Denn das hat der ganzen Welt ein Signal gegeben, dass die Dollar nicht sicher sind. Sobald du etwas tust, das den Amis nicht gefällt, kannst du sanktioniert werden. Das heißt, der Dollar als Weltreservewährung wurde geschwächt, dass die Chinesen, die Russen und auch der mittlere Nahe Osten, also vor allem die ganzen arabischen Staaten, mehr und mehr übergehen und sagen, wir hassen die Amis sowieso, weil sie in der Pax Americana die ganze Welt dominiert haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Lass jetzt mal überlegen, was wir machen können, um die Amerikaner strukturell zu schwächen. Lass vor allem nicht so viele Dollar halten. Also die versuchen zu diversifizieren, was den Dollar schwächt. Das deutsche Geschäftsmodell ist deswegen vorbei, weil mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine die Russen etwas getan haben, was die Deutschen nicht akzeptieren konnten, sodass die Verbindung gekappt worden ist. Die Deutschen haben gesagt, wir kaufen kein Öl und kein Gas mehr. Zusätzlich wurde Nord Stream 2 gesprengt. Das heißt, die Beziehung zwischen Russland und Deutschland hat sich an dem Ende genähert, aber vor allem, das ist der entscheidende Faktor, ist das deutsche Geschäftsmodell am Ende, weil wir die günstige Energie nicht mehr bekommen. Hinzukommend haben wir die Situation, wie ich bereits gesagt habe, dass die ganzen Länder, die früher zum Beispiel Saudi-Arabien sein Öl exportiert hat, dafür Dollar genommen hat, oder China, das seine Waren exportiert hat, dafür Dollar genommen hat, die Dollar nicht mehr wollen. Das heißt, sie bilden langsam eine Art Gegenpartei, ein Gegengewicht zu Amerika. Wir gehen von einer durch Amerika dominierten Welt in eine bipolare Welt, in der mehrere Großmächte miteinander auskommen müssen. Das heißt, die Vormachtstellung der USA wird langsam, aber sicher schwanken. Wir sehen eine wahnsinnig interessante Annäherung der Staaten China, Russland und Iran. Das bedeutet, zusätzlich versucht China als Gegengewicht zu den USA, die ganzen Länder zu vereinen, die von den USA sanktioniert worden sind und die sagen, wir mochten die USA sowieso nie, wir haben denen zwar Öl gegeben, aber nur weil wir dachten, sie beschützen uns, ne, das hat Roosevelt damals mit Saudi-Arabien ausgemacht, ihr gebt uns das Öl, wir beschützen euch, aber die Chinesen sind schlauer als die Amis und sagen, schaut mal, wir investieren wahnsinnig viel Geld in euch, das bedeutet, die Chinesen sichern sich gerade das ganze Öl ab, indem sie langlaufende Verträge machen und sagen, naja, schaut mal, wenn ihr uns das Öl gibt, dann geben wir euch nicht unsere Währung, wie das die Amis gemacht haben, sondern wir investieren auch noch in euch. Die Amis wollten, wie gesagt, nicht, dass die Chinesen das ganze 5G-Netzwerk und so weiter in Amerika aufstellen oder in der ganzen Welt aufstellen. Und die Saudi-Arabien und China sind da pragmatischer, die arbeiten zusammen. Das heißt, es bildet sich eine immer wichtiger werdende Front. Man muss sich das so vorstellen, 40% der Ölreserven sind der Iran, Russland und Venezuela, alles drei Staaten, die von den Amerikanern sanktioniert werden. Die anderen 40% gehen auf die ganzen arabischen Staaten und dann haben wir noch ein bisschen was in Afrika. Das bedeutet, die Amerikaner haben 40% sanktioniert. Die anderen 40% sind in der OPEC, verhalten sich also auch nicht gerade freundlich, gerade den Amerikanern gegenüber. Und China sichert sich gerade Verträge mit 80%, also sowohl mit den Sanktionierten, Venezuela, Iran und Russland, als auch mit den der OPEC-Staaten. Was machen wir, der Westen? Wir sagen, wir wollen kein Öl mehr haben, obwohl es völlig absolut, utopisch ist, dass wir ohne Öl auskommen werden. Und genau aus diesem Grund werden vermutlich die Ölpreise, die Energiepreise in der Zukunft steigen. Einfach deswegen, weil wir nicht investiert haben. Das war übrigens der Unterschied zu den 1970er Jahren. Die Leute sagen immer, dass in den 1970er Jahren die Zinserhöhungen von Paul Volcker es waren, was die Inflation gekillt haben. Aber was sie auslassen ist, dass es immer die Frage ist, was die Energie macht. Und in den 1970er Jahren zu Ende haben die US-amerikanischen Firmen angefangen, in der Nordsee und in Norwegen wahnsinnig viel Öl zu fördern, also das Angebot auszuweiten. Heutzutage will man das nicht, weil man sagt, wir wollen weg von Öl. Es wird also das Angebot nicht ausgeweitet. Hinzukommend hat Reagan die Unionen, also die Unions, geschwächt, sodass die Löhne gesunken sind. Wir haben seit den 1970er Jahren, 80er Jahren keine realen Lohnsteigerungen mehr. Wir haben aber jetzt den strukturellen Fachkräftemangel aufgrund der Demografie. Es gibt einfach nicht genug Arbeiter, sodass man die nicht schwächen kann
Und zusätzlich haben wir das Problem, dass wir aufgrund der Energiethematik, weil wir in Erneuerbare investieren wollen und weg vom Öl wollen, eben gar nicht die Möglichkeit haben, die Ölreserven aufzubauen. Aus diesem Grund wird die Inflation persistent bleiben und es ist wahnsinnig wichtig, sich den Konflikt zwischen Amerika und China anzusehen, weil die Amerikaner die bestehende Supermacht sind, die natürlich alles dran setzen werden, ihre Vormachtstellung aufrechtzubehalten, während die Chinesen die neue Supermacht sind, die mit wahnsinnig interessanten Verträgen mit anderen Ländern zusammenarbeiten, um ein Gegengewicht herzustellen. In dieser Hinsicht, das waren die wichtigsten Learnings aus diesem Podcast. 11 Minuten. Ich hoffe, dir hat das Format gefallen. Lass mir hier deine Meinung in den Kommentaren da. Wenn du hieraus Mehrwert gibst, dann bringe ich mehr solche Zusammenfassungen. Ich verlinke auch den Podcast. Es lohnt sich natürlich, den gesamten Podcast anzuhören. Aber du hast hier schon mal das Wichtigste in unter 12 Minuten mitgekriegt. Und ich freue mich auf deine Meinung. Wir sehen uns im nächsten Video.